Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario, der alte Sack von Holzton TV. Und ich wünsche euch wie immer gute Unterhaltung und viel Spaß. So, hier links habt ihr unseren Alchemietisch gesehen, hinterm Haus, ganz kurz mal. Diese Truhen sind auch neu, die kenne ich noch nicht. Die müssen wahrscheinlich auch von irgendeiner Mod sein, die ich mal installiert hatte. Gut. Wie gesagt, ich habe mir Mods runtergeladen und dann ging das ja los mit der teilweisen Vergesslichkeit. So dass ich dann immer wieder überrascht bin, wenn ich dann doch mal was wiederfinde. Mit den Girlies hier auch. Ich weiß nie, wo ich die, wenn ich mir das nicht aufschreibe, dann würde ich nie wissen, wo ich die wiederfinde. Ach, da ist ja noch eine. Noch eine Expertentruhe. Ich gebe euch Deckung. Was alle? Gehen wir. Schöner Grafikbug oder was? Bloß nicht. Wo ist aber noch mal geguckt, ob hier nicht auch. Ich hätte Mutter dabei Obst und Gemüse zu verkaufen. Das ist schön. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Schön, dass du hilfst. Frischer Fisch! Frischer Fisch! So, endlich haben wir. Eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Ja, mein Schatz. Ich bin euer Schwert und euer Schild. So. Weiß ich gar nicht, habe ich euch durchs ganze Quatsche. Denn erstmal herzlich willkommen zur Folge 40 bei Skyrim 2, eine lange Reise. Diesen wollen wir uns basteln. Ich, diesen Bogen, wo ich also noch Goldbarren, Erzbarren, das ist auch ja, Stahlbarren. Also Gold, Stahl, Leder, Feuerholz haben wir ja noch in der Tasche, jetzt. Gold. Das weiß ich natürlich nicht wie viel, aber ist ja egal, kann man ja nachher wieder zurück tun. Oh, Entschuldigung. Gold und Stahl. Leder. Lederstreifen stand nichts da. Dass wir wenigstens erstmal schon mal einen stärkeren Bogen haben und gleichzeitig unsere Schmiedekunst nebenbei mit Skillen. So, 33 Schaden. Mal sehen, was das Schleifen bringt. Wie viele Punkte? Okay. Sehr gut. Jetzt im Moment haben wir 17 plus die 10. Über das Doppelte an. Mehr als das Doppelte an Schaden. So, ich gucke mal schon mal. Ein bisschen verzaubern. Ich hoffe ja, dass ich einen passenden Seelenstein schon habe. Dass wir da schon mal eine kleine Verzauberung drauf machen können. Für mehr wird es ja mit unseren Fertigkeiten noch nicht reichen. Ja, Feuer würde ich sagen. Feuer hilft meistens, ne? 12 Schadenspunkte. Feuerschaden. Das wäre ja okay. Unser jetziger Bogen macht 10 Frostschaden. Dann hätten wir da auch schon wieder 2 Schadenspunkte mehr. Feuer brennt ja noch nach.
Stück machen wir uns das. Ist natürlich schön als Favorit kennzeichnen und anlegen ja auch, ne? Das können wir eigentlich auch nehmen, falls man mal Wirbelwindsprint benutzen müssen. Schneller mal hintereinander. Hat ja nichts schaden. Rest, was wir nicht brauchen, gleich wieder verkaufen. Werft einen Blick darauf. Damit die Übersichtlichkeit besser wird in den Taschen. In unseren Taschen. Also ich sage immer Taschen. Ich denke immer, ich habe mehrere Taschen. Weil ich stelle mir das, wenn es jetzt nur ein große Tasche wäre, stelle ich mir das chaotisch vor. Das möchte ich ja nicht. So, bloß nicht den Schild verkaufen. Das behalten wir. Das behalten wir auch, oder? Was haben wir da? Das ist ja nicht schwer. Das kann weg. Hellsehen kann weg. Kennen wir schon. Da irgendwas noch eingesammelt, was wir nicht brauchen. Nein. Mhm. Aber wir können den Rest, was wir jetzt nicht brauchen, wir halten an. Was ist los? Können wir wegpacken. Die Erze und so weiter. Die können ja schon wieder weg. Die Bella-Statue. Ach, die hat die Mischa also nicht angenommen, die Statue. Die war noch nicht geklaut. So, die Kindersachen behalte ich. Die Kindersachen behalte ich bei mir. Weil ich weiß ja nicht, wenn ich mal durch Zufall jetzt Todeshunde als man also auch nicht genommen. Wo ist denn unser Bogen? So. Ja. Ach, ich sehe unseren Bogen. Wo ist denn unser Bogen hin? Wir haben ihn. Ich sehe. Ja. Mist, wo kann ich jetzt mal hinschießen? Der Bogen selber ist unsichtbar. Okay, dann ist er wenigstens dann ist er nicht im Bild, aber ist schon. Das ist ja komisch. So, in der Hand haben muss ich ihn. Sonst hätten die Girlies ja keine Waffen gezogen. Okay. Was? Dann hoffe ich ja mal, dass das so klappt. Dass er ja doch zu sehen ist. So, schön speichern unseren stärkeren Bogen. Unsere Prisenheim Tauschaktionen. Das wollte ich schon sagen, aber Lydia steht da mit bei. Ich gebe euch Deckung. Dass wir erstmal nach Kühnes heimkommen, dass Doris nicht so lange warten muss. Doris. Ich kann euch zu Daphne, jeder Hauptstadt der Daphne, Fürstentümer Delphin, bringen. Delphin. Ups. Wohin soll's gehen? Nach Kühnes, Quatsch, Windhelm. Mann, ey. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Oh. Wart ihr schon mal in Windhelm? Nein. Einigen Aussagen zufolge die älteste Stadt im Himmelsrand. Okay. Der große alte Palast. Okay. Okay, Windhelm entdeckt. So.
als Ton TV Skyrim, das etwas andere Let's Play.